Ach, komm schon. Vor dem Baum hier. Das ist doch blöd. Tut mir leid, mein Freund. Na, fall um, komm. Plötze, komm her. Oh, 3 Sterne. Aber... Weißwedelhirsch, 3 Sterne. Wir brauchen im Lager kein Weißwedelhirsch, 3 Sterne, oder? Das Lager ist gleich hier oben, komm. Was kommst denn du jetzt auch noch? Wir müssen das Pferd hier verkaufen. Wir müssen das Pferd verkaufen. Sonst rennt uns immer noch ein zweites Pferd hinterher. Das ist scheiße. Hey, who's there? Freunde hier, ich bin's. Just me. Look what the cat dragged in. Ja, hier, ich habe was zu essen mitgebracht, ihr Penner. Weil ihr ja nichts macht. Komm, Plötze. Und Plötze 2. Wir müssen Plötze 2 verkaufen. Das bringt doch nichts. Miss O'Shea. Hi. Hi, Freunde. 3 Sterne nimmt der Trapper. Ja, beim Trapper war ich jetzt noch nicht. Bis dahin hebe ich das jetzt auch nicht auf. Weil der Trapper, der nächste, der ist ein ganzes Stück weit weg. Good morning, Uncle Arthur. Ja, hi, mein Kleiner. Okay. Alles gut? Ja, dann bleibt's halt hier. Scheiß drauf. Weil wenn ich das jetzt, ich das in Dings bringe, ich das jetzt nach Valentine bringe oder sowas zum Verkaufen, ich weiß nicht, kann ich mit dem Ding auf der Schulter überhaupt spenden oder sowas? Da können wir mal gucken. Ja, sieht er das an. Wir können gucken. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Ja, mache ich. Wir haben aber das Lederbearbeitungswerkzeug noch nicht. Das müssen wir erst kaufen, aber das können wir noch nicht, weil wir noch nicht genug Missionen gemacht haben. Können wir hier irgendwas machen? Alligator, Widderkadaver, Lederbearbeitungswerkzeug, Ochsenfell... Wildschweinfell. Hier brauchen wir auch Gabelbock, wäre es hier. Gabelbock Kadaver, perfekt. Ach, schade, ist leider kein Elchgeweih, Wolfskadaver, perfekt. Biber, Bisamratte, Fuchsfell, Wolfsfell, Rinderhaut. Und Ziegenfell, Wapiti-Geweih, Hirschbockgeweih. Haben wir das denn jetzt nicht? Ein Wapiti-Geweih haben wir doch jetzt, oder? Was haben wir da eigentlich mitgenommen? Achso, wir müssen es ja erstmal abgeben. Ja, ich sehe schon. Okay. Redet doch nicht alle durcheinander, bitte. Siehst du, wenn ich das Wapiti-Geweih jetzt... Wenn ich das Wapiti-Fell jetzt hier abgebe, dann kann ich das beim Verbessern machen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, ich hoffe es. Wapiti-Fell. Das Wapiti-Fell war auch perfekt? Okay, krass. Ja. Wir kriegen kein Geld dafür, wenn wir hier spenden, ne? Für die Herstellung spenden ist nur. Für Vorräte spenden. Ja, hier. Nimm den scheiß Kadaver. Die Ente. Die Federn bleiben. Die Federn bleiben. Hier, das Tierfett kannst du haben. Den kannst du haben. Den kannst du haben. Das kannst du haben. Jetzt überlege ich gerade, wenn das Wapiti-Fell... Warte mal, ich zieh mal. Ach, der Lagerkasse wird das hinzugefügt. Doch, alles klar.
Warte mal. Ich leg das mal kurz hier hin. Ach, beim Wach. Okay, wir sind jetzt hier. Dann häute ich das. Nehme mir wenigstens das Fell mit und den Kadaver kann der Pearson hier kriegen. Und das Fell verkaufe ich für mich. Weil das kann ich auf Plötze drauflegen. Ja. Warte mal, das ist nicht Plötze. Wo sind Plötze? Da. Weil dann behalten wir das nämlich. Und dann bringen wir die Sachen, dann... Was willst du denn? Wo bist du überhaupt? Hat Dutch gerade gesagt, ich kann ihn mal ficken? Ich habe gar nicht gesehen, wo der jetzt ist. Hä? Ja, besoffen oder was? Okay. So, dann bringen wir den jetzt zu Pearson noch und dann machen wir erstmal unsere Arbeiten im Lager, damit wir wieder Ehre kriegen. Weil wir haben jetzt ein paar Sachen gemacht, die, naja, böse waren. Da ist Dutch. Was hat er denn für ein Problem? Hey, Dutch. Wo ist er denn jetzt hin? Dutch? Hey, Dutch. Hey, Dutch. Dutch? You don't have to talk to me about faith. I don't? No. Was ist denn mit dem los? Okay, later, hat er wieder schlechte Laune oder was? Komisch. Ja. Also der Dutch, ne, der verhält sich schon ein bisschen komisch zu uns. Manchmal ist er überschwinglich nett und manchmal ist er so richtiges Arschloch. Und dann wieder, du vertraust mir nicht. Das war immer mal seine Meinung sagt. So, mein Freund. Guck mal, hier, kriegst du einen kompletten Kadaver. Ist das nicht fantastisch? Nicht gut? Freut er sich nicht. Danke. Ja, dann hacken wir erstmal Holz kurz, wenn wir einmal hier sind. Und dann geben wir das Geld noch ab von den Schulden. Dann passt das. So, hau zu, Arthur. Hau zu. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was wir dann als nächstes machen. Gehen wir zum Reverend. Weil dann kommen wir zum Spielen, zum Pokerspielen und sowas. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine doofe Idee. Aber wie gesagt, ich würde heute gern noch bis zum Angeln kommen, wenn das möglich ist. 17.50 Uhr. So lange kann ich jetzt nämlich noch nicht mehr. Mensch, ich kann bloß noch so 2 Stunden. Dann muss ich mit den Hunden raus. Mal gucken. Vielleicht schmeiße ich einen Stream heute nochmal an und wir spielen noch ein bisschen. So, Pflicht erfüllt. Holz ist gehackt. Dead Eye kriegen wir dazu. Und Dings kriegen wir dazu. Und jetzt ist das Buch da. Sehr gut. Dann legen wir mal alle Schulden ab. Und jetzt ist das Buch auch da und wir können uns das Lederbearbeitungswerkzeug holen. Und alles. Schulden abgezahlt. Dein Anteil 4 Dollar. 4 Dollar, okay. 5 Dollar. Schön. Haben wir ein bisschen Geld gekriegt, finde ich super. Und hier ist das Kontrollbuch. Perfekt. Das gab es bisher noch nicht. Und jetzt haben wir es endlich. Lenny hat eine goldene Taschenuhr abgegeben. Arthur, Silberring mit Emblem. Eine Muskelunge. Ach, da war jemand fischen. Lesebrille. Rote Beete, okay. Geld. Oh, Susan, 75 Cent. Wow. Und dann Arthur, 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 Arthur. Sehr schön. Naja,
Ist doch prima. Und jetzt können wir die Wagen und alles auffüllen, aufbessern und so weiter. Ich würde als allererstes das Lederbearbeitungswerkzeug. Genau. Das wäre ganz fantastisch. Und danach müssen wir weiter sparen bzw. abgeben und sowas. Ich würde es gern mitnehmen, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich unsinnig ist für später, aber ich glaube, wir werden das eine Weile spielen hier, das Spiel. Und deswegen würde ich es gern mitnehmen. Genau. Und jetzt erstmal das Lederbearbeitungswerkzeug und dann können wir uns bessere Taschen machen. Wir kaufen das. Perfekt. Pearson kann jetzt Verbesserungen für deine Tasche herstellen. Yes! Müssen wir mal gucken, was wir brauchen. How did you get on, Herr Morgan? Ja, ganz gut. Ryan, our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Okay, das war der Kollege, der schon in Valentine für die gute Sache Geld geholt, Geld wollte, ne? Ich hol mir mal einen Kaffee hier. Ich glaube, das war der, der die ganze Zeit rumgehustet hat. Da sind wir dem das erste Mal begegnet. Ja. Interessant, interessant. So, Kieran. Du hängst ja immer noch hier. Mensch. Na gut. Ich trinke mein Cover aus. Hat geschmeckt. Ausgezeichnet. Und ja, wir können noch Aufgaben machen. Perfekt. Würde ich mal ein bisschen machen. Damit Deadeye hochgeht und damit wir bessere Ehre kriegen. Ach, die meckert schon wieder rum. Ich finde das schön, dass im Lager immer so viele, na wie soll ich sagen, Gespräche geführt werden und so viele Interaktionen wirklich stattfinden, dass es wirklich aussieht, als wenn es ein Lagerleben gibt. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Wieder ein großes Lob an die Entwickler, die darauf wirklich Wert gelegt haben, dass das so gut funktioniert. Und auch das hier mit den kleinen Aufgaben und sowas finde ich ganz fantastisch. Weil das entschleunigt dieses Spiel umso mehr und macht es umso angenehmer. Das ist sehr, sehr schön. So, einmal Futter für die Pferde. Dann zurück. Ja, Domino werde ich jetzt nicht spielen. Ich will halt ein bisschen vorankommen. Eigentlich. Wir bringen das Zeug zu Pearson. Gucken, was der für die Sachen braucht. Für die neuen Taschen. Das werde ich mir da mal abfotografieren oder sowas. Am besten. Und dann I ain't cleaned myself in weeks. Ja, na, das ist dein Problem, nicht meins. Ist aber auch schwierig, wenn man am Baum gefesselt ist, ne? Ach, Kieran. Mercy. Come on. Ja. Mercy. Wir können ja dann auch mal eine Action-Aufgabe machen mit Kieran. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Action dabei wieder. Bisschen Rumgeballer und alles. Damit der Arme da vom Baum wegkommt. Der tut mir schon ein bisschen leid. So lange, wie der da hängt. Ist eine ganz schöne Arbeit, die Felle zu besorgen für die Tatsache, für die Taschen. Aber es lohnt sich, wenn du die Tasche des Osten hast. 99 Platz für alles. Ja, das ist schon geil, ne? Also die würde ich schon gerne haben wollen.
ich guck mal. Wie gesagt, ich werde es höchstwahrscheinlich auch außerhalb ein bisschen spielen, weil das Spiel ist sehr groß und es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und ja, gerade das Jagen oder vielleicht das Fischen nach bestimmten Fischen, das muss ich jetzt nicht unbedingt alles im Stream machen. Und wie gesagt, ich bin auch eine Zeit lang mal weg in Kürze. Und das wäre eigentlich perfekt, um die PlayStation mitzunehmen und ein bisschen zu zocken. Nichts Storymäßiges halt, alles nur sammeln, Geld verdienen und so weiter. Das wäre halt gut. Wir gucken dann gleich mal, was wir brauchen für die ersten Taschen. Ich will bloß kurz meine Arbeit hier beenden. Und die haben wir ja gleich geschafft. Es ist nur noch der Eimer. Und dann sind wir fertig für heute. So. Und wie gesagt, ich habe ja am Anfang des Let's Plays oder ja, wo wir hier angefangen haben mit dem Spiel, schon gesagt, ich will mir das in Ruhe alles geben. Ich will mir Zeit lassen dafür und auch gerne, wenn wir im Stream einfach mal nur Karten spielen oder angeln gehen. Gehört gerne für mich dazu. So, Aufgaben für heute erledigt. Sehr gut. Aber oh, wir kriegen jetzt 5 Dead Eye jedes Mal. Finde ich super. Arthur? Achso, er will den Eimer wegstellen. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Stimmt, habe ich vergessen. Gut. Pearson. Wir müssen nochmal bitte gucken. Na hier, habe ich mitgebracht. Super, oder? Ich hoffe, es wird gut. Aha, okay. Ach, und hier haben wir schon. Guck mal, Hirschfell, Dachsfell, Eichhörnchenfell. Okay. Für Arzneien muss ich den Wagen verbessern. Mhm. War Pityfell perfekt. Das haben wir schon. Das könnte ich abgeben. Hirschfell, Wildschwein, Leguanhaut. Okay. Spende dem Lager 50 Dollar. Und hier? Zweimal den Speisewagen verbessern. Okay. Ja gut, das können wir ja erstmal angehen und auf dem Weg sozusagen die Materialien mitsammeln. Hirschfell perfekt. Wildschweinfell. Wildschwein wollen sie ganz schön viel haben, ne? Pantherfell? Oh, das wird schwer. Einen perfekten Panther. Ich glaube, das wird schwer. Dachs, ja, Dachs kriegst du, Eichhörnchen auch, Hirschfell auch. Aber der Panther, der wird schwierig. Uiuiuiui. Wapiti kriegst du auch, aber der Panther. Okay, komm, haben wir was zum... Thank you, Mr. Pearson. Wir haben doch noch das Wapiti-Fell, ne? Guck mal, wir geben das Hirschfell ab. Und das Wapiti-Fell. Oh, yes. Da haben wir schon mal zwei Sachen. Oh, Mr. Morgan. Ja. Ja, da hätten wir schon mal zwei Sachen für die Ausrüstungstasche. Bräuchte man nur noch das Pantherfell. Perfekt. Naja, sieht doch gut aus. Haben wir schon zwei Sachen. Freue ich mich. Und wir können... Wir hatten die... wo waren das? Wachlager war das, ne? Hier, Wapiti-Geweih. Können wir ranbringen. Ah, yes, that'll be much appreciated. Nice. Sehr gut. Das Geweih eines Wapiti befestigt als Dekoration hinten am Wagen. Schön. Panther ist einfach, habe auch einen Sattel vom Panther. Oh, Panther ist einfach. Na gut, wenn man weiß, wo man den kriegt, dann bestimmt. Okay. Na, bin gespannt. So, da gehen wir noch ein bisschen kochen. Wo ist denn das jetzt eigentlich angebracht? Hier hinten, ne? Was? Fine. Dutch. Der ist so ein richtiges Arschloch, ne? Mag den nicht. Der kann quatschen und die Leute voll labern, aber... Als Anführer macht das nicht gut gerade. Ja, hier hast du es.
Trollop. Trollop! Geht mir den wieder ab. Ist Molly mal wieder etwas bitchig drauf? Give me strength. Die wird man bestimmt noch mal auf die Fresse kriegen. So, wir gehen kochen. Wir scheren uns nicht um das Gegacker. Auf geht's. So, kochen. Und ja, Wildvogelfleisch haben wir kein Rezept. Das können wir einfach so machen. Und dann essen wir mal eine Runde. Oh, unser schönes Messer, ne? Guck dir das an. Wie hübsch es ist. Ich finde das so geil, ne? Dass man das auch richtig sieht auf den Sachen und so. Das ist schon verdammt gut. Haust dir rein, Arthur. Lass mal was essen. Gut. Mittag gegessen. Und weiter geht's. Fantastisch. Dieses Spiel ist fantastisch. So, hier haben wir nichts mehr. Erstklassiges Rindfleisch. Was haben wir denn? Oregano und Samtthymian. Das macht Dead Eye höher. Dann nehme ich mal das. Es gibt Panther nur an einer Stelle, wo der Panther ist. Klingt logisch. Ja. Bin gespannt, wo die ist. Mary Beth. Hey, Karen. Ich habe auch immer eine Raubkatze. Ich weiß nicht, ob das ein Panther ist oder ob das was anderes ist. Das ist bestimmt ein Berglöwe oder Puma oder sowas. Direkt hier neben dem Lager hört man immer mal wieder ein. Und das eine Mal war der ganz, ganz nah. Und ja, da bin ich schnell abgehauen. Oh. Ja, Arthur, unters Blech kann man es auch legen. Ich könnte es dir sagen, wenn du es willst. Ja, du kannst es mir ja mal so leicht verraten vielleicht. Ich bin jetzt bei Spoiler nicht ganz so. Jedenfalls, was sowas betrifft. Kannst mir ja die Gegend mal sagen oder sowas, wo es die gibt. Oder den Panther. Weil dann kann man da mal gucken. Okay, das war's schon damit. So. Schön braten. Okay. Kleinwild können wir auch mit Oregano machen. Oder mit Sandthymian. Ja, dann mache ich hier mit Oregano. So, perfekt. Davon haben wir noch ein bisschen was. Dübidübidü. So, jetzt durften wir keins mehr haben, genau. Und Wildfleisch haben wir noch. Na dann. Ja, egal mit was. Einfach kochen. Hauptsache, wir haben immer was dabei, wo wir unsere Energie aufladen können. Und ich glaube, wir sind voll, ne? Das hier geht noch. Ich glaube, ja, unsere Taschen sind bald voll. Oder unsere kleine Tasche. Besser gesagt. Und die passt ja leider nicht so viel rein. Dibidü. Wunderbar. Und nochmal. Okay. Davon hat man scheinbar noch gar nichts. Wildfleisch mit Thymian. Oh, meine Nase kribbelt gerade so wieder. Entschuldigung. Okay, das war's jetzt. Dann gucken wir mal ganz kurz. Munition. Können wir... Wir haben 7 Federn. Ich würde erstmal verbesserte Pfeile machen, wenn wir große Sachen haben.
gerade was jetzt Hirsch und sonst was ist, wäre vielleicht ganz gut. Und dann schießen wir irgendwie mal ganz viele Vögel ab. Dann reite ich einfach mal durch die Prärie, nimm mir meine ganz normale Pistole und baller einfach die ganzen Vögel weg, damit wir ganz viele Federn kriegen. Gut. Ich weiß gar nicht, diese Splitter-Munition, muss ich die herstellen? Das ist so... Ist die so gut? Keine Erfahrung mit. Information. Stellt eine Splitterpatrone her. Bei Benutzung wird der Schaden ein wenig erhöht und Dead Eye sinkt langsamer. Mhm. Interessant. Ist bei allen so. Huh. Der Schaden wird ein wenig erhöht. Und Dead Eye sinkt langsamer. Gar nicht schlecht. Ich mach mal fürs Rapportiergewehr ein bisschen. Zack, zack. Dann machen wir einfach die Mission mit Kieran. Da können wir die gleich verballern. Keine Ahnung, wie viel das jetzt waren, aber ist ja auch egal. Gut. Das geht jetzt noch eine Weile so, oder? Hm. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Im Lager haben wir jetzt gerade nur noch Kieran. Das sind Emmett Granger. Achso, das sind die Sachen, die wir Dings haben. Leopold Strauss ist hier. Ja, das ist das, wo wir den Farmer besuchen. Ja, da mache ich Kieran jetzt. Da mache ich Kieran jetzt, damit der endlich vom Baum wegkommt, der arme Kerl. Und Keystone, du schreibst, unterhalb von Rhodes, wo das Schlachtfeld ist, wo die Kirche steht, ganz unten. Es gibt auch einen legendären Panther, wenn du die Meisterjäger-Herausforderung machst. Als 10 wird der freigeschaltet. Der legendäre Panther, und der ist dann auch dort, wo der normale Panther ist. Ach, alles klar. Ich weiß sogar den Ort, den du meinst. Das Schlachtfeld mit der Kirche. Da gibt's im Online-Modus immer vergrabene Sachen. Glaube ich. Ja, okay, cool. Dankeschön für die Info. Unterhalb von Rhodes bei der Kirche. Das merke ich mir, glaube ich. Gut, na dann würde ich sagen... helfen wir mal Kieran vom Baum wegzukommen. Dem armen Kerl. Ich will bloß noch mal kurz was probieren. Bevor wir ihn abholen. Wie sieht denn unser Bart eigentlich aus? Ah ja, noch geht's. Noch sehen wir nicht aus wie ein Penner. Nicht ganz so doll. Können wir das scheiß Buch jetzt hier mitnehmen? Aber das besitzt er schon, ne? Zurücklegen, ne. Das ist halt schon seins. Wir müssen ein neues Buch finden, was wir dem Hosea schenken können. So, Kieran. Ich rette dich mal. Hey, mein Freund. Oh, Lord, please, end it. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. Ach, der arme Kerl. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding?
One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. No, oh, my name. Yelled him. Oh, yeah! Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. Ouch! You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you kidding me, right? Of course. You sick bastard! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. Uh-huh. Right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Come on, let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as Compendium aktualisiert? Wurfmesser. Oh, okay. Haben wir jetzt dazu gekriegt? Ein kleines Messer mit gerader Klinge, so entworfen und ausbalanciert, dass es sich leicht werfen lässt. Eignet sich gut, um Gegner lautlos aus der Ferne auszuschalten, aber bei Bedarf auch als Nahkampfwaffe. Kann bei manchen weniger angesehenen Händlern gekauft werden oder man spart sich das Geld und sammelt das Messer nach dem Wurf wieder ein. Ja, cool. Beim Trapper das Outfit Todesrolle ist mein Lieblingsoutfit, da brauchst du den legendären Panther. Alles klar. Ja, mal gucken. Werden wir uns alles anschauen. Up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddy. Na dann, los. Plötze. Auf geht's. Wir müssen das andere Pferd nur loswerden. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. Na dann mal los. Alright, I'll leave. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Naja, ist ja ganz logisch, wenn die ganze Zeit angebunden war, ne? Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Ja, hab ich jetzt. You might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next Danke. Time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Okay, boo. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. Können wir reden? Ich wollte mit John reden. John, alles in Ordnung? Holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well. Na, die hat ganz schön die Hosen an. Das stimmt. Woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. See, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Well, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Oh, die Wichser, ey. Young fella. Right at the forefront of it. Die arme Schwein, das arme Schwein. The road will take us up and round. Warum ist der Kinomodus jetzt so? Ja, jetzt ist wieder besser. Okay.
Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, you've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. Naja, was soll da groß anders sein, ne? Also ganz ehrlich. You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. Naja, der sich gerade ein bisschen doof anstellt. You looked the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was... Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Okay. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Hoffentlich kriege ich das jetzt besser hin als unseren ersten Kampf gegen die O'Driscolls, wo ich aus Versehen geschossen habe. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Okay. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Yeah! Ich nehme Bogen mit und oben die Volcano-Pistole. Weil ich weiß, wir kriegen hier eine Waffe noch. Ich weiß aber nicht mehr, was es für eine war. Deswegen nehme ich die beiden Sachen mit. Oh, kann ich den Bogen eigentlich sauber machen? Geht das? Wie ging das? Wie ging das mit dem Waffen sauber machen? Shit, ich weiß das nicht mehr. Irgendwie konnte man seine Waffen sauber machen, damit der Zustand besser ist. Mist, ich habe das vergessen, wie. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, vielleicht im Lager? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo ging das. Pflege, da steht's. Aber warum kann ich den Bogen nicht pflegen? Das kann ich pflegen. Bogen nicht. Kann man den Bogen nicht pflegen? Ist der immer so, wie er ist? Schöner Arsch, Ava. Okay, get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Die sehen uns nicht? Echt jetzt? The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah.
If anyone's actually gonna shoot the messenger. O'Driscoll 1, 2 und 3, schön. Ja, denke schon. Okay, alles klar. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Na ja, den knall mal weg. Da brauchen wir nicht closer gehen. Ja, Bill, kannst ruhig gehen. Kann ich den Plan sagen? Aus der Ferne, komm. Keep back where they won't hear us. When I move, you move. Take them out of distance. Good work. Geht doch. Moving on the camp. I left our guide up there. He's meek as a little lamb. He better be. La la la. So, Freunde. Naja, mach ich schon. Von mir aus. Von mir aus geh ruhig. Macht er gut. Okay, now what? We're at the perimeter. Naja, Angriff würde ich sagen, hä? Gute Nacht. What's the call? Macht ruhig, haut rein. Okay. It's on. We move quick. We move hard. We catch you unawares. Come at me, you Irish bastards. Ah, these are the fellas from up to the Grizzlies. Give up, O'Driscoll. We got you beat. Come. Let's kill them all, then. Wo sind denn noch welche? Da hinten. Der Bogen ist super, ne? Ich sehe keiner mehr. Wo sind sie denn? Okay. Hey, he said Combe be in cabin. I'll check. You look out here. Now, what you stashing in here? Ja, genau. Das will ich auch wissen. Komm. Der hat gar nichts dabei. Den kann ich nicht mal ausrauben. So ein Scheiß. Geh weg da, John. Ich will selber gucken. Ich will das Geld haben. Und meine Pfeile wieder. Geh da weg. Das ist meiner. Penner. Geh mal schnell hier hin. Springfield aufgemotzt, halbautomatisch Pumpgun. Sind meine Waffen. Rest ist im Waffenkoffer. Es gibt einen Waffenkoffer? Ach ja, stimmt. Es gibt einen Waffenkoffer. Ist richtig. Kannst du mal plündern hier? Kann er nicht. Naja. Ich soll in die Kabine gehen. Ich will aber eigentlich ganz viele Sachen mitnehmen. Schwarzgebrannter. Und Käse. Her damit. Wir können immer noch in die scheiß Kabine gehen. Da liegt noch was. Was ist das? Eine Gurke? Nee, Mais. Ich dachte, es ist eine Gurke. Stimmt, im Lager hat man einen Waffenkoffer, ne? Ich muss mal gucken. Wir sind halt noch sehr am Anfang. Ich habe noch nicht jetzt... ich kann ja noch nicht mal alle Waffen kaufen, also... Kann ich gar nicht sagen, was wir für Waffen nehmen werden, sollen und so weiter. Oh, was ist das? Ach so.
Ich dachte Kippen, waren aber keine. Angebrochene Arznei. Oh, viel ist jetzt hier nicht mehr, ne? Ja, ja, ich check doch gleich. Oh, rote Beete, wo? Da. Ja, damit. Kriegt Klötze. Kabine, Kabine. Premium-Zigaretten. Die müssen wir mitnehmen, weil... Genau. Hier sind Kippen, ne? Doch nicht? Dann sind hier Kippen. Kekse, Cracker, guter Brandy, bla 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 bla. Da. Aus dir rein, Arthur. Genau, wir wollen die mitnehmen. Wir wollen das Bild haben. Geil! Flora! Okay, was haben wir denn für eine? Zeig her. Okay, die Fichte oder was? Ja. Ist die Fichte, ne? Gucken wir uns nochmal richtig an. Cool! Neues Bild, ich freue mich. Finde ich super. Da sieht auch noch was. Ach, Munition. Okay. Arthur? Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, dass es nimmt. Da liegt noch was. Ich hoffe, dass die Zeit jetzt hier nicht irgendwie rumgeht. Ja, jetzt sind sie tot. Und? Oh, hier liegt noch was. Oh, liegt doch nichts. Hm. Das war's. Ich durfte nicht mal plündern. Nicht mal groß. Okay, komm, wir gehen in die Hütte. Oh, da liegt noch einer. Den plündere ich aber. Oder die, wo eher, hä? Ach ne, ist doch ein Typ. Dankeschön. Na dann, auf in die Hütte. Auf geht's. Wow! Upsi. You alright? Sure. Thank you. Ah, so gut. Die Szene ist so gut. Come on, Driscoll. He ain't here. Ja, keiner da. You set us up. Come here. What? You set us up. No, I didn't. You did. Come on, Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. Hat recht. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. Give me a break. I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. Yeah. Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. Okay. Erstmal in die Hütte, dass wir was sehen. Na dann. Oh, Kekse. Viel besser als Geld. Flintenmunition? Noch mehr. Oh, Schrank. Ja, wir gucken uns alles an. Was gibt's denn? Kentucky? Ah, ne. Paar Bohnen, Dosen, Erdbeeren. Flintenmunition ist voll. Schade. Kann ich den Bourbon nicht mitnehmen? Doch. Einmal Bourbon. Zum Ende zu hast du so viele Waffen, dass es ewig dauert, bis du im Waffenrad die richtige Waffe findest. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ne? Dann lieber auf ein paar konzentriert leveln, beziehungsweise das... Oh, Geld. Warte mal, hier lag gerade Geld. War das das vom Tisch oder was? Okay. Doch nicht das vom Tisch. Auf dem Boden liegt Geld. Also bitte. Freunde. Haben wir da noch ein Zigarettenbild?
Das interessiert mich irgendwie mehr als das Geld. Leider nur Spielkarten. Schade. Na gut. Was haben wir denn hier? Flintenmuni haben wir genug. Ja, dann haben wir hier doppelläufige Flinte. Die können wir mitnehmen. Kompendium aktualisiert. Die doppelläufige Schrotflinte von Didi Packenbusch ist die Waffe der Wahl aller Kundschafter mit hoher Feuerkraft, die auf kurze Distanz absolut tödlich. Sie kann schnell hintereinander zwei Schüsse abgeben, gefällt mir schon gar nicht, und damit fast jedes Ziel augenblicklich ausschalten. Diese Waffe hat eine Munitionskapazität von 2 Schuss und kann Standardschrot, Flintenbrandschrot, Flintengeschosse und Explosivflintengeschosse verschießen. Ja, nehmen wir mit, aber ist jetzt nicht meine Lieblingswaffe oder sowas. Ja. Um das Waffenrad aufzusuchen, benutze, um die doppelläufige Flinte zu warten. Ah, jetzt wird uns hier erklärt, wie man das macht. Alles klar. Ja gut, mach mal. Los, mach mal sauber das Ding. Und so schön, wie das Zeug da verschwindet, ne? Sieht echt gut aus. Hübsch. Hübsches Gewehr. Von den Farben her sieht schon echt gut aus. Mit dem dunklen Lauf, dann den Verschluss ein bisschen heller und ja, das rotbräunliche Holz sieht schon gut aus. Schön. Durchsuche den Kamin. Das machen wir. So, was haben wir denn da? Ordentlich Kohle. 600! Das finde ich gut. Bandenanteil 300, dein Anteil 110. Nett. Neuer Tagebucheintrag. Achso, die Möhre haben wir gezeichnet, einen Geier haben wir gezeichnet. Was ist denn das da unten? Was war denn das? War das unser Kopfgeld, unser erstes? Die Ratte. Ist das da unten ein Fuchs? Die Zeichnung war aber schnell. Die Eule. Porsche Overlook, hab eine merkwürdig aussehende Leiche gefunden. Ja, man hat ihr irgendwas in den Mund gestopft. Werde nicht schlau daraus. Ach, das ist die Karte. Die Karte ist das, ne? Die hier. Wo wir die Leiche gefunden haben. Alles klar, ja. Okay, Tiere hat er gezeichnet, die wir gefunden haben. Und was haben wir hier? Porsche Overlook. Ha. Oh, fuck. Ich muss hier weg. Komm, komm, komm. Plötze. Shit, das habe ich ganz vergessen. Kommen wir hier runter? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Kopfgeld oder sowas. Oh. Hier ist vorbei der Mai. Ich hoffe, die kommen nicht hierher. Weil weiter weg kann ich gerade hier nicht. Ansonsten gibt es eine wilde Schießerei hier auf der Klippe. Sieht ganz gut aus. Gut. Dann nochmal. So. Ich habe ganz vergessen, dass irgendwann die Bullen da auftauchen sozusagen. Mist. Habe mir einen Tag freigenommen und bin mit Horsea jagen gegangen. Es scheint langsam wirklich wieder kräftiger zu werden. Aber er hatte trotzdem Glück, dass er nicht gestorben ist, als dieser Riesenbär, den er gejagt hat, plötzlich auf uns losging. Siehst du, scheiße, den Riesenbär, den müssen wir uns auch noch uns vornehmen. Den habe ich ganz vergessen. Als wir oben in den Bergen festhingen, habe ich gedacht, die Kälte und das Elend bringen ihn um.
Und wir müssten ihn begraben wie Jenny und Davy. Aber er hat es überstanden und wird es wohl noch eine Weile machen. Schön, hat er Hosea gezeichnet. Gut hingekriegt, ja. Sieht ihm sehr ähnlich. Die Orchidee, die wir gefunden haben. Ginseng haben wir gezeichnet. Ich liebe Dutch wie ein Vater, aber in vielerlei Hinsicht liebe ich Hosea noch mehr. Er ist gütig und gerecht und menschlich. Dutch ist etwas völlig anderes. Das war der Bär auch. Riesig wie ein Hotel und bösartig noch dazu. Igelkraftwurz, Drachenmaul. Okay, Igelkraftwurz war's. Was haben wir hier? Violette. Okay, die Ente haben wir gezeichnet. Den Wolf. Ja, wir hatten eine Begegnung mit dem Wolf. Im Wald, stimmt. Wo wir den Typen gerettet haben, der dann doch gestorben ist. Cool. Ja, weitere Pflanzen. Okay, was ist das? Kolibri-Salbei haben wir gefunden. Und Plötze. Ein paar Plötze gezeichnet. Ach! Horscher Overlook. Bin mit Anke und den Mädels nach Valentine gefahren. Die Mädels haben sich danach lohnender Arbeit umgeschaut, während Anke und ich ein paar Drinks hatten. Er hat mir dabei seine Theorie über das Leben aufgetischt und ein paar offensichtliche Lügen über seine Vergangenheit. Dann ist was Komisches passiert. So ein Kerl hat mich, oder uns, anscheinend erkannt von der Sache in Blackwater. Ja, den haben wir, ja. Wir haben uns da wohl zu lange rumgetrieben, während Hosea und ich den Betrug geplant haben, der dann nie stattgefunden hat. Ich habe den Kerl verfolgt und er ist leider die Klippe runtergefallen. Aus Versehen. Das ist die Kirche in Valentine. Und er ist von der Klippe gefallen. Ja, ganz genau. Das ist Leopold Strauss. Herr Strauss verleiht wieder Geld und ich darf es wieder eintreiben. Ich finde diese Arbeit größtenteils widerlich und schäme mich dafür. Okay. Irgendwie ist es weniger abstoßend, wenn man Leute ehrlich mit der Waffe in der Hand ausraubt, als wenn man es völlig legal mit einem Stück Papier macht. Okay. Ja, so kann man es auch sehen. Es sind die üblichen Verzweifelten. Kranke Farmer, schwangere Mädchen, liebeskranke junge Männer und andere Verlierer, die verzweifelt und dumm genug sind, sich auf Strauss' Konditionen einzulassen. Das Leben als Wucherer ist vielleicht sehr komfortabel, aber die Arbeit ist ekelhaft. Hm. Aha, Rabe. Ja, die Amerikanerkrähe, Kolkrabe und den Fasan, den wir geschossen haben. Den Bison, die Bisamratte. Ja, das war auf dem Weg beim Schuldeneintreiben. Sehr cool. Ach, das Perlhuhn. Cool. Den Waschbär und den Shepherd, den wir gesehen haben. Auch schön, dass der alles... Und der Wapiti. Schön, dass er alles zeichnet. Mag ich sehr gerne. Okay, cool. Ja,